Ich verspreche Ihnen jetzt, Ralf, und du musst mich da jetzt drauf festnageln. Ich verspreche Ihnen jetzt eine faire Rubrik im Neo-Magazin Royal, wo wir nichts, keinen einzigen Scherz, keine einzige gemeine Bemerkung über die AfD machen, über die Arbeit der AfD. Wir kümmern uns nur darum, was die AfD geleistet hat. Und wir zählen es einfach ganz nur Fakten, und mal wirklich mal diese ganze Polemik rausnehmen. Damit man mal sieht, was die machen, die AfD. Nicht immer nur die Scheißpartei, die keiner mag, die irgendwie runtergemacht wird und verarscht wird. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, meine Damen und Herren, und völlig unironisch. Und wenn ich ironisch bin, wie geht das dann? Also genau, habe ich hier einen Knopf. Wenn ich Sachen sage, zum Beispiel wie Jörg Meuthen und Frauke Petri haben dieselbe Frisur und können sich unterbrechen. Hör doch mal auf! Dann unterbrichst du mich, maßregelst du mich und bringst mich zurück. Hör auf damit. Ja, das darf ich dann bleiben. Nicht. Bei den Fakten bleiben. Denn die AfD, meine Damen und Herren, hat verdammt viel geleistet für unser schönes Deutschland. Herzlich willkommen. Die AfD ist in 10 von 16 Landesparlamenten vertreten. Die stärksten Fraktionen befinden sich unten in Baden-Württemberg, 15,1%. Also ist zurzeit, eine Zeit lang war es kurz davor, dass die Fraktion auseinanderbricht, weil man hat Antisemiten in der AfD. Kann man doch mal sagen. Schnee von gestern, also wirklich. Machen wir weiter. Kann man doch bei den Fakten bleiben. Sachlich. In Mecklenburg-Vorpommern 20,8% frisch gewählt und in Sachsen-Anhalt 24,3%. Die AfD ist eine Oppositionspartei. Sie ist nirgendwo in Regierungsverantwortung. Deswegen ist das wichtigste Instrument, um die Regierung unter Druck zu setzen und die politischen Ideen der AfD durchzusetzen, das Instrument der Anfrage. Kleine oder große Anfrage. Die AfD kann auch eigene Gesetzesvorschläge einbringen. Zum Beispiel eine Anfrage aus Sachsen. Da hat jemand aus der AfD wohl gelesen bei Facebook in einer geschlossenen Gruppe. Ja, kann man doch sagen. Geschlossene Gruppe, das hört sich schon wieder so despektierlich an. Da hat jemand von der AfD hat gelesen, dass der Neger, wenn der Neger übers Mittelmeer flieht, dass der Neger randvoll mit Krankheiten ist. Läuse, eitrige Pflaster und das kann... Unzulässige Zuspitzung, hör doch mal auf. Ja, aber das ist... Das hat er so nicht gesagt. Okay, also, die AfD sorgt sich um das Wohl der Menschen in Sachsen und hat gehört, irgendwo, dass Ausländer und Flüchtlinge wohl Krankheiten, vor allem Ebola, mit nach Deutschland bringen. Deswegen stellte die Fraktion der AfD in Sachsen folgende Anfrage. Stimmt es, dass in der Erstaufnahme Schneeberg an Sachsen eine Epidemie ausgebrochen ist? Ich hab doch nur... Nicht, wieso? Nicht so einen Comedy-Akzent jetzt machen. Man kann ja wohl die sprechen zwar so, aber das hört sich schön an. Nochmal die Frage. Stimmt es, dass in der Erstaufnahme Schneeberg eine Epidemie Epidemie ausgebrochen ist? Wie bzw. wann wurde die Bevölkerung darüber informiert? Wurde deswegen ein Aufnahmestopp für die Erstaufnahmeeinrichtung verhängt? Oh, jetzt haben Sie mit dieser Anfrage, jetzt ist die Landesregierung im Zugzwang. Jetzt muss sie innerhalb von, ich glaube, 10 Wochen darauf antworten. Das ist eine taffe Frage. Antwort kam prompt. Nein, in der Erstaufnahmeeinrichtung in Schneeberg ist keine Epidemie ausgebrochen. Man darf darüber schmunzeln, oder? Ich meine, geht das so, dass ich die AfD irgendwas ausdenken kann und einfach die Landesregierung irgendwas fragen darf? Das sind gefühlte Fakten. Das, wie gesagt, man hat sich informiert. In Liebe Landesregierung, stimmt es, dass, wenn man dem Neger den Bauch reibt, man sich 3 Sachen wünschen darf? Ja. 2 Sachen haben Sie gefragt. Auch ein großes Problem. Wir bleiben bei den Fakten. Hören Sie bitte auf. Wir bleiben bei den Fakten. Wir bleiben wirklich bei den Fakten, wir wollen wirklich fair sein. Ganz Rechtsextremismus, meine Damen und Herren, ist schlimm. Man muss die AfD bei den Fakten packen. Rechtsextremismus ist schlimm. Aber wenn AfD von Rechtsextremismus spricht, dann sagen sie auch immer, ja, rechts ist schlimm. Keine Gewalt, das mögen wir nicht. Aber Linksextremismus ist genauso schlimm. Entsprechend dieser... Das kann man auch mal ganz nüchtern formuliert. Nicht so genauso schlimm. Sowas. dieser Anstalt-Humor, der da so durchscheint. Was ich total lustig finde, ich lese die ganze Zeit nur Fakten vor und das ist eigentlich relativ witzig. Jetzt weiß ich, wie Olli Welke das immer macht. Einfach nur sagen, wie es ist, da muss man ja gar keine zweite Ebene teilweise. Ja, weil er es aber auch kann, im Gegensatz zu dir. Rechtsextremismus ist schlimm, aber Linksextremismus ist genauso schlimm. Und deswegen fragte die AfD, in welchem Landesparlament war das nochmal? In Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Genau, in Sachsen-Anhalt, wo man keine Probleme hat mit Rechtsextremismus. Sachsen-Anhalt, keine Nazis, keine Flüchtlinge, keine Nazis, kein Problem mit Rechtsextremismus. Oder? Kann man so sagen? Wie viele politisch motivierte Straftaten gab es im Jahr 2015? Bitte vergleichend nach Phänomenbereich gegenüberstellen und nach Art der Delikte aufschlüsseln, fragt die AfD. Und die Antwort kam direkt von der Landesregierung Sachsen-Anhalt.
Es gab 15 politisch motivierte Straftaten von Nichtdeutschen. 15. Insgesamt 2162. Davon 230 aus dem Bereich Linksextremismus und 1749 aus dem Bereich Rechtsextremismus. Finger weg. Asylbewerber sind schlimm und sehr gefährlich, das weiß die AfD, das wissen auch Sie, meine Damen und Herren. Deswegen muss knallhart nachgefragt werden. Und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, muss mal darüber gesprochen werden, wie eigentlich die Oppositionsarbeit funktioniert. Denn die AfD, das ist das Schöne, muss keine Lösungen anbieten. Die AfD muss nicht sagen, wie es besser geht. Es reicht, wenn die AfD sagt, wie es schlecht läuft. Die AfD muss keine Alternativen anbieten, die AfD muss nicht gestalten. Die AfD muss einfach nur sagen, wie es scheiße läuft. Warum drückst du nicht? Klingt doch wie ein Witz. Ist auch kein Witz, meine Damen und Herren. Das ist André Poggenburg, der Vorsitzende der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt und seine Vorstellung von Oppositionsarbeit. Ach komm, einen letzten noch. Die Fakten. Es sind die Fakten, die zählen. Die müssen wir neutral vortragen. Ganz langsam, ganz entspannt runterkommen. Nur die Fakten. Nicht aufregen, keine Satire. Keine bissige Bemerkung, keine ironische Augenbraue, einfach nur die Fakten. Aus Sachsen, von der AfD-Fraktion dort, die Fraktion, die auch diese große Anfrage gestartet hat. Carsten Hütter ist dieser junge Mann. Auch keine Witze über Äußerlichkeit. Ich könnte jetzt sagen, dass Carsten Hütter aussieht... wie jemand. Du willst sagen, dass er aussieht wie der... Wie jemand, außer der Keyboard spielt in der Top 40 Band oder... Du meinst wieder Pretzel? Oh, jetzt hab ich selber gedrückt. oder wie jemand sagt, Zauberei. Ich zauber für Sie gerne auf Ihrer Betriebsveranstaltung. Buchen Sie mich, ja. Carsten Hütter. Nein, Carsten Hütter ist Abgeordneter der AfD im Landtag große in Sachsen. Faschini. 11 Jahre bei der Bundeswehr, ist Kfz-Meister, kennt sich verdammt gut, ist Fan von Franz Josef Strauß. Und der hat im Internet was Krasses gelesen. Es geht um Vergewaltigung, angeblich vergewaltigen Flüchtlinge in Sachsen im Maxim-Gorki-Park. Deutsche Frauen. Und Carsten Hütter möchte das nicht auf sich sitzen lassen und möchte jetzt die Landesregierung in den Schraubstock spannen und möchte die richtig fertig machen, an die Wand nageln mit seinen Fragen. Kleine Anfrage im Landtag. Folgende Fragen stellt Carsten Hütter an die Landesregierung Sachsen. Gab es im Mai 2016 im Maxim-Gorki-Park eine Vergewaltigung? Frage 2. Steht diese im Zusammenhang mit einem Asylbewerber oder wurde da durch das Opfer der Täterbeschreibung ein Hinweis auf einen Asylbewerber gegeben? Frage 3. Wurde der Fall an die Presse kommuniziert und gab es in diesem Zusammenhang gar eine Pressefreigabe? Frage 4. Gab es Versuche seitens der Behörden oder Dritter, das Opfer zum Schweigen zu bringen? Klar, es ist möglich, dass die Behörden sagen, sie wurden vergewaltigt, aber sie schweigen. Sie dürfen das niemand. Psst. Und Frage 5. Welchen Stand haben die Ermittlungen? So. Und jetzt die Landesregierung nach dieser kleinen Anfrage, das ist knallhart nachgefragt, das ist politische Parlamentsarbeit, wie es sie im Buche steht. Jetzt kommt nach wahrscheinlich weit mehr als 10 Wochen die Antwort der Landesregierung Sachsen. Die Fragen sind inhaltlich nicht bestimmbar, der Staatsregierung ist im Freistaat Sachsen kein Maxim-Gorki-Park bekannt. What? Meine Damen und Herren, wir haben uns mit dieser Rubrik sehr viel vorgenommen. Wir haben tatsächlich in 2 Tagen alles, was die AfD jemals in Deutschland an parlamentarischer Arbeit betrieben hat, zusammengetragen. Das ist weit mehr tatsächlich als diese Fragen und diese merkwürdigen großen und kleinen Anfragen, die wir jetzt hier präsentiert haben. Es ist tatsächlich im Detail noch viel lustiger. Und alles das, was wir herausgefunden haben, haben wir für Sie zusammengestellt zu einer tollen Internetpräsentation als Präsi. Kann man alles, wenn Sie wollen, alles, was die AfD jemals geleistet hat, wenn Sie bei Ihrem Stammtisch gefragt werden, ja, die AfD, warum ist sie denn so geil? Können Sie Ihren Freunden sagen, das Neo-Magazin Royal hat alles zusammengetragen. Der Link für die Präsi hier, da, unter, da klicken Sie bitte drauf oder gehen Sie auf unsere Internetseite www.neomagazinroyal.de. Da finden Sie wirklich alles, was die AfD jemals an tollen Sachen im Parlament eingebracht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt wissen Sie, warum die AfD so eine tolle Partei ist für uns in Deutschland.